Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir befinden uns immer noch auf der Brücke und wir kehren jetzt ins Arboretum zurück. Auf der Brücke haben wir hier in der letzten Folge das Shuttle Advent mit dem Unternehmensvorstand in die Luft sprengen müssen, weil nicht absehbar war, ob sich dort Mimics an Bord befinden. Und das Shuttle war im Landeanflug auf Seattle und die Gefahr war einfach zu groß, dass dort etwas hätte an Bord sein können. So, und wir betreten jetzt das Arboretum. So, und da sind wir wieder. Wie schön. Und zwar, ich wollte eigentlich, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schon schaffen, aber ich hoffe in dieser Aufnahme, dass wir es irgendwie mal hinbekommen, den Fabrikatorplan für den Düngermix zu finden. Das wäre schon ganz cool. Außerdem sollen wir ja dort hinten, wo ist es jetzt? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ach. Nein, das war die falsche. Recycler, davon noch eine. Alter. Albtraum. Junge, Junge, Junge. Meine Fresse, sind die ätzend. Boah. 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 Meine Güte. Das war also ein Albtraum. Alter. Die halten eine Menge aus. Huch. Boah. Oh, meine Güte. Boah, es fängt ja gut an. Ja, den hätten wir nicht aus dem Weg gehen können. Weil, wie ihr gesehen habt, der stand direkt vor dem Fahrstuhl. Uiuiui. Oh, ein Looking Glass. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja interessant. Ja, den nehmen wir natürlich. Und wen haben wir hier? Thomas Tucker. Was ist das? Ein Teifenköder. Gut. Schild auf Bank. Gestiftet von Catherine New. 23.05.2030. Ja. Szenenauswahl im Aufbau. Sollen wir da mal durch? Natürlich sollen wir da durch. Ich will jedenfalls da durch. Und ich hoffe, ihr auch. Ah. Uiui. Mitgibt, nehmen wir natürlich sofort mit. Guten Abend, Talos. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnektome. Da kommen wir jetzt nicht Klingt hin, ne? Spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Ah, okay. Das ist also ein Schildfenster. Das ist doch nicht wahr. Können wir den noch scannen? Natürlich können wir den auch noch scannen. Wie schön. Scan abgeschlossen. Gut. Und neue Zielfähigkeit verfügbar. Sehr schön. Ach, der Inventarbug, unser ständiger Begleiter. Huch. Ja, aber das Inventar ist auch schon wieder ganz schön voll. Die wollte ich zerlegen. Das können wir mal knabbern. Das auch. Und dann sind wir wieder auf 100% Gesundheit, beziehungsweise auf 115. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ich sehe gerade sonst soweit nichts, was wir noch weiter stacken könnten. Dann wollen wir mal wieder weitermachen.
So, nochmal ins Inventar. Nochmal diesen Krempel hier nochmal aussortieren. Auch davon sind nur... So komisch. Ach so. Ja, Entschuldigung. Was ist denn das denn? Typhon Cortex. Enthalten eine hohe Konzentration an exotischem Material, das man zur Herstellung von Neuromods verwenden kann. Okay, gut, 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 gut. Auch gut zu wissen. So, einmal nachladen, bitte. Eieiei, das war ja was mit dem Albtraum da. Boah. Steht der einfach direkt da vorm Fahrstuhl. Boah. Ach, hier ist auch noch jemand. L. Gold. Boah. So viele Tote hier. Mann. Ob wir die auch alle finden? Das wäre auch mal interessant. Oh. Ich sehe ihn nicht mal. Ah, ja, da hinten ist er irgendwo da. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. So. Ich meine, den kriegen wir ja hin. Aber er muss erstmal näher kommen. Egal, den fallen wir jetzt an, oder? Schnell ist der. Wo ist er? Ach, das war er schon. Thermalphantom. Okay. Das ging ja schnell. Alex Hughes Office. Ah, zu dem müssen wir ja hin. Das ist ja unser Bruder. Tja, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Deep Storage. Eieieiei. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Meine Güte. Da ist nichts drin. Gut. Also nichts drunter. Wir fahren, glaube ich, erstmal in den Keller runter. So, hier ist ja auch noch ein bisschen was. Tja, nun kommen wir wohl doch noch nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Wie so meistens, weil wir immer irgendwas Neues wieder entdecken. Aber ich möchte auch am liebsten immer alles gleich finden und erkunden und oh, das ist so schlimm mit mir. Ivy, was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist Danielle? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Und Joe macht die Dummheiten. Verdammt, Danielle, wo bist du? Uiuiui. Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Ui. Also wir müssen mittlerweile wegen mindestens 3 Leuten in die Besatzungsquartiere. Da bin ich ja mal gespannt. Oh. Hordin Baffles Schatzkarte. B2. Was ist das? Das könnten vielleicht hier Albträume sein, oder? Wo ist das? Blickrichtung ist die. Tja. Da kann ich momentan noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Noch nicht. Aber Moment, vielleicht. Ah, okay. Das ist das. Mhm,
Nee, da gibt es nicht wirklich was, was so aussieht mit diesen drei Kreisen. Schade. Schatzkarte. Ist das vielleicht so ein Aufzug? Kann sein. Mal gleich mal gucken. Stimmerkennung erforderlich. Ja, ja. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Chamäleon. Tapferkeit. Rendezvous. Spekulation. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Oh, war ja. So. Da haben wir schon mal die Luftschleuse entriegelt. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Weil es gibt ja auch noch einen Leck im Außenbereich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben wir das als Quest? Muss gerade mal gucken. Ziele. Rani, Mitarbeiter, Dezember, Gartentipps, goldene Waffe. Genau, den Außenrumpf. Okay. Auf Karte ansehen. Wo sind wir denn jetzt bereits? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Und wir müssen dahin. Mhm. Ja, sieht ganz so aus. Also von ganz oben nach ein bisschen runter. Okay. Gut, 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 gut. Na dann. Jetzt gehen wir statt in das Gewächshaus mal einfach mal wieder ins All. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Mikrogravitation entdeckt. Ja, 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 ja. Morgen. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Mhm. Einen Schritt nach dem anderen. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, mal sehen. So, das nehmen wir natürlich wieder mit. Sonst war hier nichts, ne? Nein, sonst ist hier nichts. Ich höre doch schon wieder irgendwo ein Piepen. Oh, war ja. Fast 500 Meter in die Tiefe müssen wir dafür. Okay, naja. Ist das das Shuttle, was wir gesprengt haben? Wollen wir da mal hin? Ich meine, kommen wir da überhaupt hin? Wir versuchen es mal. Ja, scheinbar kommt man dorthin. Da oben wollen wir hin, aber erstmal will ich da unten hin. Mal gucken, was das ist. Oh. Leichen. Mhm. Ich glaube, ich möchte da vielleicht doch nicht unbedingt hin, oder? Oh je, oh je, oh je. Warum? Nur warum? Nur warum mache ich das? Ein Weber. Halleluja, mei. Nicht die da oben, den da will ich scannen. Können wir nicht scannen, ne? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Hallo? Der ist genau vor unserer Nase. Warum können wir den nicht scannen? Ach so, außerhalb der Reichweite. Na komm, ich will dich scannen. Scan abgeschlossen. Na bitte. Rückstoß 2 verfügbar. Sehr schön. Neue Zielfähigkeit verfügbar. 24 Meter. Bam. 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 Das hilft irgendwie gar nicht.
dir ein bisschen. Mal gucken. Warnung. Anzug wurde beschädigt. Mal gucken. Boah, es hilft gar nicht. Doch jetzt. Sehr schön. So viel haben wir davon nicht mehr. Okay. Ja, jawohl, jetzt haben wir einen Weber erledigt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch an die Teile drankommen. Was ist das? Ah. So, gib mir das. Reifenplasma. Und wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Na, vielleicht doch. Guck mal an. Jetzt haben wir doch wieder Platz. Wie schön. Moment, die können wir noch demontieren. So. Vielen, vielen Dank. So, wo ist jetzt das alte Shuttle? Das brennende welche. Was ist das? Ja. Wo ist denn jetzt das Shuttle? Verflixt. Ach, da. Wo ist denn das noch? Da fliegt doch noch irgendwas. Gas geben. Damit wir hier nicht schon wieder so lange im All rumhängen. Oh, das ist leer, gut. Ah, hier. Hier schwebt noch ein bisschen exotisches Material, glaube ich. Jawohl. Das ist sehr schön. Dankeschön. Aber jetzt unbedingt viel hat er nicht fallen lassen, würde ich sagen. Na, siehst du ihn. Sowieso weit weg. Gut. Ist da noch was? Nee. Boah. Meine Güte. Doch gut gewesen, dass wir das Shuttle gesprengt haben. Weil dort ein Weber an Bord war. Ja, die Filamente tun uns ja nichts. So, jetzt wollen wir hier mal rein. Und Licht an. Rein wollte ich da. Hallo, hallo, rein, rein. So. Hunter Hale. Der hat auch nicht gerade wenig am Körper. Meine Güte. Okay, dafür müssen wir das Inventar. Müssen wir mal wieder was zerlegen. Hallo? Nochmal. Zerlegen. Jawohl. So, haben wir eigentlich noch mehr im Inventar hier, was wir mal auseinandernehmen können? Nee, ne? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Teifenplasma. Boah. Naja. Gut, schauen wir mal hier. Die Waffe, das. Und noch ein Transcribe. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich niemanden... Moment. Ja, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole. Kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Sief. Gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut. Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ich habe eine Waffe dabei. Wenn alles in Ordnung ist, gehe ich raus und rüber zu einer Luftschleuse. Hm.
C4 spricht Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Ach, das ist ein anderes. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Okay, das ist also ein anderes Shuttle scheinbar. Ah, noch ein Volontär. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz die Lampe ausmachen. Der Akku muss ich mal wieder ein bisschen aufladen. Das geht ja glücklicherweise recht schnell. Boah. Wow. So, reicht schon. Ist noch ein Volontär. Der hat auch nicht viel in der Tasche. Okay. Oh Mann, oh Mann. Uiuiuiui. Dann würde ich sagen. Uiuiuiui. Den können wir dann draufpacken. Das knabbern wir mal weg. Und das nehmen wir mit. Ein Recycler wäre langsam mal wieder schön. Hier ist sonst nichts außer das Köfferchen. Teifenköder-Fabrikatorplan. Ein Traum. Und noch eine Neuromod. Ja, sehr gut. Dann hat sich der Ausflug hier zum Shuttle ja schon gelohnt. Finde ich toll. So, jetzt wollen wir die anderen Passagiere mal noch anschauen, was die noch so Schönes dabei haben. Und war da noch was? Nein. Ach, und das soll man reparieren? Okay, alles klar. Noch ein Volontär. Und noch einer. Das nehmen wir gleich. Ist wahrscheinlich wieder was zum Lesen. Ja, natürlich, Sternburger-Zyklus, ganz klar. Na komm, nehmen wir den mal. Auszug aus Band 5 des Sternbeuger-Zyklus von Fetcher McMarvin. Trevor, stehen Sie auf! Trevor hob den Kopf, um herauszufinden, woher die Stimme kam. Er war verwirrt und hatte seinen alten Namen dem Gefühl nach seit Urzeiten nicht mehr gehört. Hier war er Kaoli. Und die winzigen Klippenbewohner von Drantor nannten ihn König. Er rollte sich aus seinem königlichen Bett und versuchte den Umriss der Person auszumachen, die am Eingang seiner königlichen Höhle stand. Er kannte diese Uniform, er kannte diese Haltung und diesen abwertenden Blick. Kaiserin Turmaline, wie habt ihr mich hier gefunden? Der subdermale Vakuumadaptoron, den Sie installiert haben, besitzt ein Funkfeuer. Ich habe es hierher verfolgt, nachdem ich Mercy getötet und mir das Prisma zurückgeholt habe. Ich brauche immer noch einen Spitzenpiloten, dem ich vertrauen kann. Natürlich nur, wenn sie lang genug den König für diese kleinen Felszausel gespielt haben. Trevor entfernte die Graskrone aus seinem verfilzten Haar und dachte über die Verantwortung für seinen untertänigen und bedrohten Anhänger nach. Nur noch eine Sache, bevor ich gehe. Trevor nahm seinen zeremoniellen Chavala-Stock und trat hinaus ins Licht. Ohne Worte. Reparatur 3? Oh, das ist aber jetzt nicht so schön. Reparatur 3? Ist da noch was? Nein. War nur Glanzlicht. Okay. Reparatur 3. Jetzt wollen wir mal kurz gucken.
Was brauchen wir denn für Reparatur 3, meine Güte? 8. 8 Neuromods. Tja. Wo haben wir nochmal die... Hier haben wir Psychotronik. Dafür brauchen wir nur 5. Boah, das ist jetzt... Da müssen wir hier nochmal rauskommen. Kann man da auch noch rein? Oh ja, das ist toll. Cool. Eine Neuromod. Aber leider nur eine. Ja, naja, gut, es hat sich ja trotzdem schon ein bisschen gelohnt. Moment, hier ist noch ein Koffer. Ah. Waffenupgrade und zwar Recyclerladung. Okay, die brauchen wir natürlich. Da haben wir gerade eben eine Menge von verbratzt. Bumm. So. Naja. Dann müssen wir hier draußen nochmal zurückkehren. Hier müssen wir nochmal zurückkehren. Da kommen wir nicht drum rum, aber erst wenn wir Reparatur 3 haben. Gut, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, ich wollte den Außenrumpf reparieren. Und zwar dort unten. Was haben wir da? Das sind die jetzt im Shuttle, oder? Ja, eigentlich schon. Waren 5 da drin? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. 5 waren da drin. Boah, meine Güte. Puh. Na gut. Mal wieder mit Volldampf Richtung Quest. Damit diese Liste nicht nur immer länger wird, sondern auch langsamer abgearbeitet wird, das wäre echt toll. Sehen, wo der Riss dort ist. Ist auf der anderen Seite, wa? Eieiei. Ja, ich fürchte, es ist auf der anderen Seite. Ja, da ist er. Da ist der Riss. Okay. Ich komme. Was? Ach, du bist da. Nur, okay. Einen Moment. José Costa. Tja. Nun verzieh dich doch nicht schon wieder. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Vielen Dank. Fertig. So, José Costa ist tot. Ja, das war auch zu erwarten. So, wo Achtung. Ist jetzt der Riss? Wo ist denn jetzt nochmal der Riss gewesen? Der war doch hier ganz... Ach, da. Gut. Gut. Aber durchkommen wir da ja nicht, ne? Ne, durchkommen wir da nicht, aber wir können ihn versiegeln. Und zwar mit dem Ding. Da ist immer noch ein Loch drin. So. Verschaffe der Zugang zum Lager für exotisches Material. Psychotronik. Gut. Ja. Eine erledigt, die andere macht sich auf. Das ist, naja, auch gut. Rumpfdurchbruch, Kraft. Berg. Ob wir da überhaupt schon hinwollen? Eigentlich nicht. Ich würde erstmal gerne in Alex Hughes Büro.
Die brennen doch alle. So. Ah, hier, hier, hier. Gut. Uiuiuiui.